Ja, hallo, herzlich willkommen hier, Let's Play Divinity Originals mit Nerelo. Und, weiß nicht, der Heiligenstein ist jetzt gesäubert. Weiß auch nicht so richtig. Vielleicht war ich auch nur hier, um... Ja, wir sollten doch hier noch Anzeichen für die Quelle suchen. Um dieses Amulett zu holen. Was ich ja eigentlich gebraucht hätte, um hier reinzukommen. Okay, na gut. Sagen wir, verlassen wir den Ort erstmal wieder. Okay, hier waren wir noch nicht. Hier bin ich mir nicht sicher, ob hier was gewesen ist. Goblindorf. Ah, kann man hier in das andere Gebiet rein? Also hier haben wir noch nicht, hier sind noch die Wehrschafe. Oder diese unsichtbaren Schafe. Und hier beim Goblindorf. Genau, beim Goblindorf, da waren noch diese Zombies. Warte mal, gehen wir jetzt erstmal nach hier oben. Hier war ja das, wo wir mal fast komplett in die Luft geflogen sind, oder? Bei diesen komischen Übergängen hier. War das doch, ne? Den Bogen, den wollen wir ja eigentlich auch noch haben. So, waren hier nicht überall Minen? Ich bin mir nicht mehr sicher. Wir speichern mal lieber. Was steht denn da? Ein Schüler, ein Makelloser. Minen gewesen sind. Gerade sagen. Aber dem ist wohl nicht so. So, jetzt erstmal wieder voll heilen. Was in die Luft gejagt haben. Ja, das ist schon irgendwie lang auf alle Fälle. Das ist nicht. Nicht irgendwie im Gefühl, dass ja alles voll mit Minen war? Ach, hier war ich auch schon. Wie weit war ich auf jeden Fall schon? Die Ortsklaventreiber. Na, wen haben wir denn da? Ein Mensch. Mit etwa der Größe und Form von dem, der uns entwischt ist. Das muss ein Geschenk der Allmutter Herr persönlich sein. Ich wette, dass du mindestens 10 volle, saftige Liter Blut in dir hast, Mensch. Hey, dieser Stein wird anschwellen wie eine Zecke. Na komm schon und mach keinen Ärger. Mangott wartet bereits. Wer ist denn Mangott? Ach, Jungs, dann kommt doch, sag ich mal. Hier so zu Hause mit zwei kleinen Schützen drauf Schiss habe, ja. Da muss schon noch ein bisschen was passieren, ne? Okay, da waren offensichtlich Minen. Hier und da sind irgendwelche Sklaven, die wir dann sogar mal befreien können. Aber zur Abwechslung mal vielleicht was Gutes tun und nicht immer nur darüber reden. Ja.
nicht geklappt. Von hier? Hm. Ich bin ganz schön weit weg da. Ja. Ja. Fliehen lassen und nicht die Minen in die Luft tragen und zu daneben stehen. Das wäre Roderick ja auch gewesen. So wie der sich hier schon manchmal gewehrt hat. Erstmal, das heißt, mit denen können wir dann noch sprechen. Sollten wir dann vielleicht auch tun? Okay, hier ist dann, wenn wir da hinkommen, wenn wir an den Bergschaden vorbeikommen, kommt ein Feuer. Von der ganzen Optik her könnte das vielleicht der zum Endboss da von diesem Gebiet führen. So, geht doch mal die gute Scarlet. Wow, hello there. Keinen Schritt weiter verloren, nur hochrangige Makellose dürfen diesen Ort betreten. Mein Fehler. Until we meet again. Reicht das Amulett? Greetings. Dieses Amulett sollte meinen Rang beweisen. Ah, es ist ein Segen, euch zu begegnen, Erleuchteter. Ich entschuldige mich für meine etwas unfreundliche Forderung, doch bei dem Gedanken, ein Verlorener würde auf dem Land der Göttin ungehindert herumspazieren, erschaudere ich. Bye! Ja, okay. Möge die Göttin auf euren Wegen schützen. Betretet gemeinsam mit ihrer Heiligkeit unsere Kapelle. Bye. Okay, na dann, ja. Darf ich? Danke.
So, Kathedrale der Makellosen. Ratte. Yes. Oh, flieg vorsichtig jetzt. Mangold ist in Aufopferungsstimmung. Zap, zap, wenn ihr wisst. Goodbye! Okay, Mangold müsste ein Ork sein, oder? Ich das jetzt richtig verstanden habe. It seems to be broken. Scheint der die. Die Orks eben gerade befohlen hat. Okay, muss es irgendein Schalter oder. Nee. Hä? Warte mal. Wahrnehmung, oder? Das ist jetzt die höchste Wahrnehmung. Nee, okay, ich dachte, da ist irgendwas. Die probieren wir mal unsere Dings rüber zu werfen. Unsere Pyramide. Nee. Zu hoch, zu weit. Fahrt blockiert. Jetzt wieder raus. Das ist auf alle Fälle eine Wand, die man. Warte mal, die Kohlen vielleicht. Ich muss mal hier beide Kohlenbecken anmachen. Hier einfach nur durchlaufen geht auch nicht. Muss man alle Kohlenbecken anmachen? Ah, okay, jetzt ist offen. Also alle Kohlenbecken anmachen war offensichtlich der Trick an der ganzen Geschichte. Deswegen wahrscheinlich auch dieses erleuchtet. Dieses Geseier über erleuchtet sein. So, das ist, scheint ja wirklich eine Art Kathedrale zu sein. So, mal. Okay, ist jetzt auch erstmal wieder nur eine Ratte. Und quiek, seid ihr die Mittlerin, von der ich immer so viel zu hören bekomme? Seid ihr etwa gekommen, um noch so eine unvergessliche Reliquie zu verschenken? Großartig. Okay, ist also irgendwo eine Reliquie versteckt. Vielleicht das Blut der Mittlerin? Warum sollte das hier sein? Schwer zu sagen. Okay, hier ist auch nichts weiter. Ist jetzt dunkler und dunkler. Our great and glorious goddess. Okay, hier ist blessed be your sanctified soul. Und noch ein Berg. May our daggers nudge your world into better balance. Geheimnisse. Stop this lunatic! Please! Goddess, accept our offering! Grant us new life! Okay, ich glaube, der hat da gerade wen geopfert. Nicht nur einen. Wie nett, der Quellenjäger, nicht wahr? Ich habe gehört, dass ihr durch Cisall und durch das schöne Lucilla pirscht. Oh, schöne Robe. Die ist aber wirklich schön gewandt. Die könnte Intelligenz ruhig mal haben.
Es heißt, ihr seid darauf aus, die Pläne unserer gütigen Göttin und der Mittleren zu zerstören. Stets darauf erpicht, den unvermeidlichen Tag der Abrechnung abzuwenden. Durch die gesegnete Göttin, doch die gesegnete Göttin hat euch hierher geführt, Quellenjäger. Sie hat euch uns ausgeliefert und sie betrachtet euch als Schandfleck in ihrer immer harmonischeren Welt. Nur euer Tod wird die Harmonie wiederherstellen, die ihr gestört habt. Ausgezehrt auf diesen Steinen erweist ihr euch endlich als nützlich für unsere Sache. Kämpft nur dagegen an, Quellenjäger. Euer Schicksal war in dem Moment besiegelt, als es ihr wagtet, euch der Göttin zu widersuchen. Stop this lunatic! Please! Dämon und ein Giftdämon. Okay, und er selber ist aber nicht mehr an Bord. Ein bisschen größere Viecher. Cool aus, muss ich sagen. Und den kann man nicht blenden. Aber vielleicht kann man ihn anschargen. Anschargen kann man. Typ hier auch mal noch. Einen zum Spielen. Mal noch ein Stück näher ran, dass wir dann nächste Runde auch ein bisschen mitmachen können. So, dann geht's auf der Seite hier. Ja, ob wir das mit dem Schlag schlagen können, das war mir eigentlich fast klar. Aber nicht immun gegen frische Treffer. Schon ganz ordentlich Schaden. Er macht einen Schuss und geht dann in den. Er ist nicht Nahkampf, sonst kommt er eine ganze Spur näher ran. Meisterschütze. Ja, Schauer. So, gucken wir doch mal, was jetzt auf. Okay, er macht eine Schleifung. Geistschaden macht eigentlich ganz gut. Was ist das? Ach. Ich quasi aus dem Schlag ausgedreht. So, den haben wir jetzt, ja? Der Dämon. Die Frage, wenn wir ihn hier auch umwickeln, dann der Typ wieder kommt, ne? Antwort. Die Spinne ist jetzt auch noch erkrankt. Sachen wären eigentlich mal ganz cool. Oder ich bin schon. Von den Dämonen. Das ist jetzt natürlich nicht so cool, der verstärkt. Ah!
denke doch, dass die Meisterschützen jetzt relativ fix auch das zeitliche Segnen werden. Dann können wir immer auch langsam mal eine bisschen Schutzspells haben, die ein bisschen mehr Schaden machen. Muss ich ja mal sagen. So, das war der Meisterschütze. Ja, ist natürlich klar, dass das nicht so richtig viel Schaden macht. Durch das. Das sehen wir uns mal auf. Durch die Verstärkung, die dann jetzt immer auch vorbei ist. Und dann sollte es vorbei sein. Okay. Ich habe keine. Oh. Genau sowas hier habe ich gemeint. Alter Schwede. Wir haben wahrscheinlich noch ein bisschen was in Tenebrium reinmachen müssen, aber. Oh, da muss ich gleich mal gucken, was das ist. Oh ja. Ich glaube, da hat jemand seine neue Waffe gefunden. Was brauchen wir denn da? Tenebrium-Fertigkeit 1. 271. Die ist schlechter. Ich krieg ja wohl die Krise. Gut, die ist aber nicht schlechter, weil die so viele Dingsies hat. Noch so Sonderfähigkeiten. Zwar alles nur so 15%. 15 und so, aber ist trotzdem ganz nett. 72. Ich müsste eigentlich sein. So, Stufe 16, Stufe 14, na gut. Aber ich würde sagen, lassen wir mal trotzdem an. Gut, Folge ist dann aber soweit erstmal wieder rum. Schönen Dank fürs Zuschauen. Und da ist noch ein Sternstein, den nehmen wir dann natürlich wieder mit und gucken mal, ob wir diesen Manrod-Typen hier noch irgendwo finden. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.